Willkommen zurück zu Polly kleinen Freundenacht mit unserem kleinen süßen Companion Cuba in Herzform. Nein, eigentlich sind da nur Herzen drauf gemalt und nicht in Herzform. Form. Ups. Oh weh. Jetzt ist mein kleiner Cube angebrannt. Oh. Das geht schon in Ordnung, Chicken. Ich habe eine gute Sonnencreme aufgepackt. Ja, das sehe ich. Deswegen bist du auch so schwarz. Was war denn dahinter? Der Cube! Ganz viele Cubes. Cubes. She's watching you. Klar, das würde doch niemals auf die Idee kommen, mich zu beobachten! Niemand beobachtet mich. Nein, niemand würde jemals auf die Idee kommen, mich zu beobachten. Warum muss ich jetzt gerade an einen gewissen Boss mal denken? Ach, Glatier. So viele Companion Cubes. Schick, schick. Companion Cube! Hab dich lieb! Das ist ja schon fast wie Lord Helix! Da bist du. Bleib du mal hier unten. Für kurze. Erstmal. Blub. Checken für ihre Sprachfähigkeiten. WTF. Nein, das tut sie nicht. Ich bin dumm. Wie soll auch der Abprall checken? Natürlich spricht er. Begleiter-Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ach, da ist die schwarze Fläche, ich wollte schon sagen, hä? Ist das verschwunden? Oh, Companion Cube! Ich hab dich lieb. Yay! Der Cube muss hier rauf. Extra Beschilderung, damit es jeder sieht. Was? Ich dachte, hier muss der Cube rauf. Obwohl, da steht auch einer. Meine ganzen Theorien gehen flöten, verdammt. Das ist aber nicht der Schön. Nicht der Schön. Nicht der Schön. Warum sieht ziemlich angekokelt aus? Wer war das denn? Du Chicken? Was? Ich würde doch sowas niemals machen. Nein, nur nicht. Das Portal ist sogar schon richtig gesetzt. Mehr oder weniger richtig. Sowas von verdient. Oh, das habe ich jetzt sowas von verdient. Ach, Chicken, du hast ein Reaktionsvermögen wie so eine tote Katze. Aber ich bin doch ein Hühnchen und keine Katze. Dann eben ein totes Hühnchen. Ach, ey, wo soll das nur mit dir hingehen? Ich weiß es nicht. Sterbe ich, wenn ich daran? Nö. Geht doch, Chicken, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so?
weiß es nicht. Sagst du es mir, Cube. Ach, Chicke, mach dir doch nichts draus. Du kannst nichts dafür. Das ist der Vorführeffekt. Ja, ich weiß. Böser Vorführeffekt, ne? Hier hast du ein Radio. Ja, schöne Musik. Schöne Musik. Ach, schade, ich kann euch zwar nicht gleichzeitig tragen. Ah. Diese Melodie, Hilfe! Geh weg! Weit weg! Lass mich in Ruhe! Wie soll das denn erst bei einem Credit-Song werden? Oh, immer wenn ich den höre, hab ich das Bedürfnis mitzusingen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich faile gerade. Nein, das tust du nicht, Chicken. Das ist Einbildung. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Habe ich gehört. Oder so ähnlich. Übertragungsort, by the way. Companion Cube. Ich ahne Böses. Kiesel! Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Ja. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Was? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science. Kiesel! Kiesel! So, verbrannt! Los, mach die Tür auf, GLaDOS! Dass ein Gremium unabhängiger Ethiker, das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen. Ja, mach die Tür auf! Ist verbrannt! Das in meiner Hand ist ein Radio! Stimmt, es ist ein Radio. Natürlich bin ich kein Radio-Chicken. Du darfst nicht auf das hören, was GLaDOS dir sagt. Sie will mich nur voneinander trennen. Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Wer sagt das? Und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Nein, geh nicht allein weiter, Chicken. Wir sind doch Freunde. Lasst mich nicht hier alleine mit ihr. Du darfst mich nicht mit dir alleine lassen, ich bitte dich! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Die Situation kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor mit dem nimm mich mit, nimm mich mit. Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Nein! Du bist Kiesel und nicht Asche! Es gibt gar keinen mit Asche, oder? Gibt's einen Djinn, der Asche heißt? Ich hab keine Ahnung. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Ja, das sagen die Techniker, aber wissen die es wirklich, hä? Okay, du kannst Schmerzen empfinden, oder, Kiesel? Ja, und ich mag es nicht, Schmerzen zu haben, also bitte nimm mich mit, Chicken. Ich werde immer auf dich aufpassen, dich vor allem möglichen Energiekampf hier beschützen. Kann den weiteren Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Vorschriften zufolge kann er nicht hierbleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihm Sterbehilfe leisten. Darf ich ihn nicht einfach mit zum nächsten Test nehmen? GLaDOS, lass mich ihn mitnehmen. Er will es doch auch, oder Kiesel? Ja, ich will mitkommen, Chicken! Zerstören Sie den Begleiter Kubus, um den Test fortzusetzen. Nein! Düdüt. 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 Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan.
kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center... Ja, okay. Ihr Text loopt. ...würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Was? Was? Wirklich? Aber Kiesel, du kannst mich doch hier nicht einfach so alleine lassen. Du darfst nicht sterben. Komm mit, ich hab dich doch immer geliebt. Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Welche Kiesel mag Dramatik! Guckt euch das Ende von Little Inferno an! Es tut mir leid! Kiesel! Und das Radio steht da unten! Ich bin rein! Nein, Kiesel, lass mich nicht allein! Kiesel! Okay. Boah, das war ja schon gerade ein bisschen kaltherzig, wo ich... Okay! Aber hey, the show must go on. Kiesel hätte es gewollt. Unser Companion Cube. Oh, Companion Cube. We will never forget you. Kiesel! 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 Nein, das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich möchte aber kein Kuchen werden, ne? Doch. Schicken erst das Portal unter dir machen, damit du oben rausfällst und dann wieder... Ah! Das Experiment nähert sich seinem Ende. Ja, ich werde Kuchen. Das Nein, werde ich nicht. Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Wieso? Ich verstehe es nicht. Oh. Machen wir es anders. Machen wir das Experiment anders. Nähert sich seinem Ende. Ja, soll sich das Experiment noch seinem Ende nähern? Ich weiß es. Hinweis, sie werden gebacken und nee. Hier kann ich auch Portale setzen. Mache ich das jetzt oder anders? Na, GLaDOS, wo bin ich, hä? Wo bin ich? Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, erinnert mich gerade an Thief Gold mit der eine Szene, wo ich den Aufzug reflexartig runtergesprungen bin, als ich vor der Wache weggelaufen bin und dann auf dieser Lampe gelandet bin. Ah, hallo, Radio. Du warst ziemlich gemein zu mir, daran erinnere ich mich. So. Ich möchte dich nicht verlieren. Du hast gern die Angewohnheit wegzulaufen. Dürfen wir nicht runterfallen mit allem und... Ah, Geronimo! So, das war der Übertragungsort. Wenn man ihn da unten fallen lässt für das Radio. Tschüss, Radio. War schön, dich gekannt zu haben. Nach diesem Ort habe ich wirklich total lange gesucht. Dieses ekelhafte Radio! Ah!